Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Tauschpaket für dich und zwar habe ich mit der lieben Nathalie vom Kanal Nathalie Not Beauty, verlinke ich dir unten in der Infobox, ein Tauschpaket gemacht zum Thema Hello Summer. Ja, der Sommer ist da, mir ist so warm. Also passt es und wenn du Bock drauf hast, dieses Paket hier mit mir zusammen aufzumachen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Nathalie macht auch schon seit einer ganzen Weile hier bei YouTube Videos und sie macht sehr unterhaltsame Videos. Guckt auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Sie ist hauptsächlich im Bereich Beauty unterwegs und hat dort unfassbar viel zu präsentieren, zu zeigen und testet viele Produkte und empfiehlt auch wirklich gute Sachen. Also da schaut auf jeden Fall vorbei, da ist man sehr gut aufgehoben. Dann hole ich mir mal eben eine Schere. Oh, da kommt ein schöner Duft raus, Nathalie. Wow. Und hier haben wir das Paket. So, liebe Nathalie, dann wollen wir mal schauen, was deine Sommerfavoriten sind. Hier habe ich auch eine liebe Karte. Sommerfavoriten für die fröhliche, sommerhübsche Claudi. Oh, Nathalie. Ich liebe diese Karte. Ich habe sie auch schon sehr viel weiter verschickt. Und ich weiß gar nicht, habe ich dir die nicht auch geschickt? Wahnsinn, das ist witzig. Hallo, liebe Claudi. Ich freue mich, ein Tauschpaket mit dir zu machen. Tolle Sachen für dich zu finden, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zu unserem Thema Sommerfavoriten hatte ich schon tolle Ideen im Kopf. Davon sind viele meiner Must-Haves. Ich teile sehr gerne mit dir meine Favoriten für den Sommer. Danke. Du weißt, dass es auf meinem Kanal sehr oft um Pflegeprodukte geht. Deshalb sind natürlich viele Produkte eine gute Empfehlung von mir für dich und auch für deine Zuschauer. Ich habe natürlich deinen Hauttyp und deine empfindliche Haut hierfür berücksichtigt. Cool. Ich hoffe, dass dir diese Produkte passen. Ich wünsche dir und deinen Zuschauern viel Spaß beim Auspacken. Ich wünsche deinem Kanal viel Erfolg und viele liebe, treue Zuschauer. Du bist eine wunderschöne Frau. Bleib wie du bist. Alles Liebe, deine Nathalie. Danke, liebe Nathalie. Dir wünsche ich natürlich auch nur das Beste, alles Gute. Und ich hoffe, dass dir die Produkte, die ich dir geschickt habe, auch gefallen. Ach, ich bin so gespannt. Also wenn ihr dieses Video schaut, schaue ich nämlich gerade das von der Nathalie, wenn dieses Video gerade quasi online gekommen ist. Weil ich bin auch immer so ein neugieriger Mensch. Ne? Man will das ja auch direkt sehen, wieso die Reaktion ist. Die Karte ist so süß. Das könnte Sammy mit dem Schmetterling sein, oder? Oh, so süß, danke. Oh, das riecht hier so gut. Okay, das erste Paket haben wir hier. Das ist auch so schön sommerlich eingepackt, das gefällt mir. Als erstes tatsächlich was für Sammy, auch der wird sich freuen. Von Alnatura saftige Rindfleisch-Snacks, getrocknet und leicht bekömmlich. 90% Fleischanteil, sehr gut. Ohne Zusatz von Getreide und Soja, auch sehr gut. Und ohne Zuckerzusatz, noch besser. Und hergestellt in Deutschland, da kann man sich nicht beschweren. Super. Dankeschön. Solche saftigen Snacks bekommt er immer so als Abend-Betthupferl. Betthupferl, genau. Dankeschön. Da ich aber heute schon mit ihm das Zoo Royal Unboxing gedreht habe, ist er schon satt. Der hat schon genug bekommen. Dieser Sommer wird heiß und bunt. Ja, da gehen wir mal von aus, dass er heiß wird. Also er ist schon sehr heiß. 37 Grad, hallo. Nee, das sind Ohrringe. Leute, die sind krass, oder? Wow. Da bin ich gespannt drauf. Gold ist nicht so meine Farbe. Das ist mein Problem. Und so große Ohrringe. Na, wir gucken mal. Wenn ihr euch die nachkaufen wollt, die gibt es bei H&M. Wow. Also es passt von der Länge her bei mir echt optimal, ne? Aber ich glaube, die werden mich stören. Die sind schon sehr, sehr schwer. Aber ich lasse sie jetzt einfach mal auch beim Video jetzt hier an. Deswegen lege ich auch den anderen mal an. Ich finde die eigentlich cool. Ich liebe solche langen Ohrringe. Ich habe auch ganz viele von solchen Ohrringen. Aber ich trage sie nie, weil ich, bin da irgendwie zu tollpatschig für. Immer wenn ich sowas trage, dann verheddern die sich irgendwo. Und dann reiße ich mir immer mein halbes Ohr raus. Das ist bei mir immer etwas problematisch. Aber ich finde sie voll schön. Ich mag diesen Boho-Hippie-Style total gerne. Deswegen, ich lasse sie jetzt drin. Ich muss mir auch irgendwie angewöhnen, sowas öfter zu tragen, weil ich das so schön finde. Gerade wenn ich jetzt so einen Zopf habe, ne? Oh. Die sind schon cool. Weiter geht die Bilderreise mit dem nächsten Päckchen. Da kenne ich jemanden mich sehr gut.
Und zwar sind hier drin zwei Masken. Einmal von Garnier, die Hydra Bomb Tuchmaske, intensiv feuchtigkeitsspendende und beruhigende Maske. Und die ist mit Kamillenextrakt, Hyaluronsäure und mit einem feuchtigkeitsspendenden Serum. Und die andere ist von La Roche-Posay. Posay? Sagt man Posay, ne? Ja. Hydra Face Intense Mask mit Fill-in-Care, keine Ahnung, hydratisierend. Das polstert dich auf und das sind zwei Creme-Anwendungen. La Roche-Posay ist ja auch so eine ganz hochwertige Apothekenmarke, also zwei super gute Masken, da freue ich mich drauf. Die kenne ich schon, die ist gut und die werde ich auf jeden Fall auch dann auf meinem Gesicht testen. Danke. Hier hat sie ein kleines Klebi dran gemacht. Und was steht da drauf? Die ist besonders gut, aus Japan. Okay, oh wow, oh wow, oh wow. Ja, ich mag diese ganze asiatische Kosmetikreihen total gerne, weil die einfach viel durchfeuchteter sind. Ich kann es nicht lesen, es ist eine Tuchmaske und sieht das nicht fantastisch aus? Oh, da freue ich mich drauf, Leute. Das wird gut. Ja, fühlt sich auch schon, ja, richtig schön durchfeuchtet an. Cosé Cosme Pore. Doch, Cosé kennt man doch, ne? Ja. Ich weiß nur nicht, wie lange die draufbleiben muss. Steht hier irgendwo eine Zahl? Nee, das ist alles japanisch. Ich lasse sie dann einfach mal so 20 Minuten drauf. Cool, danke dir. Ein total süßes kleines Päckchen. Oh, mit silberner Schleife. Das ist sehr gut eingepackt. Noch mal eine Luftpolsterfolie. Hoppala. Ein Lidschatten von Essence in einem richtig dunklen Grün. Das ist die Farbe 08 Grinch. Die schauen wir uns doch mal an. Ich trage normalerweise keine Monolidschatten, aber wenn es eine richtig geile Farbe ist, dann kann ich nicht Nein sagen. Oh, die ist aber schön, guck mal. Die ist so richtig schön holographisch sogar, ne? Oh. No. Ja, die wird getestet. Danke. Das ist Wahnsinn. 08 Grinch. Guckt euch die mal an, swatcht euch die mal. Also die ist echt hammermäßig, die Farbe, ne? Die ist schön. Dann hat sie hier noch ein Säckchen reingepackt. Und das ist auch von Essence ein Monolidschatten. Das ist so ein Lila in der Farbe 12 Karma. Und die ist, oh, der ist auch so schön. Der schimmert genauso schön wie der grüne. Sitze ich mal genau daneben. Oh ja, das sind tolle Farben. Die kann man gut tragen, ne? Schön so zur Vertiefung hier außen dran setzen. Oh, dankeschön. Also hier sind so viele schöne eingepackte Sachen drin, Leute. Habe ich hier das nächste. Da nehme ich mir auch mal den Zettel vorne von ab. Da hat sie nämlich kleine Botschaften hinterlassen, die ich mir immer gerne vorher durchlesen möchte. Mein Favorit. Das Beste aus der Apotheke. Okay, das ist bestimmt was von Mixer. Sie liebt nämlich Mixer. Oder von CeraVe. CeraVe oder Mixer? Dann glaube ich eher CeraVe. Ja, ich wusste es. Das hat sie nämlich ein paar Mal tatsächlich empfohlen in ihren Videos. Und ja, da haben wir das schäumende Reinigungsgel mit drin. Und das ist ja super, ne? Das ist schön für die Haut. Für normale bis fettige Haut. Reinigt und entfernt überschüssigen Talg, ohne die Hautschutzbarriere anzugreifen. Mit drei essentiellen Ceramiden. Und das ist parfümfrei. Sehr, sehr gut. Werde ich austesten. Ich bin ja gespannt, ne? Cool, danke. Dürfte ja, falls parfümfrei ist, noch nichts riechen. Nö. Also halt ganz normal nach einem Gel, aber halt nicht nach was Speziellem. Das nächste Päckchen ist so ein kleines Tübchen. Das könnte fast schon eine Handcreme oder sowas sein. Nee, das ist von Isana, ein beruhigender Aftershave-Balsam, beruhigende Pflege und für Beine und Körper, richtig gut, mit Panthenol und Mandelöl. Das ist super, sowas kann ich jetzt im Sommer sehr gut gebrauchen, weil wenn du dich jeden Tag rasierst, dann brauchst du ja irgendwas, um die Haut wieder so ein bisschen klarkommen zu lassen. Und da ist sowas perfekt, geil. Riecht auch sehr dezent. Ich swatche das mal. Ja, da riechst du einfach das Mandelöl raus, ne? Riecht sehr, sehr angenehm und fühlt sich auch schön auf der Haut an. Also das wird gut sein für, wenn du dir die Achseln jeden Tag rasierst. Ich meine, ne, bei mir ist es ja echt ein Fiasko, aber ich kann es nicht ändern. Das sieht nur mal so aus, wie es aussieht. Da, ja, immer schmieren, schmieren, schmieren. Danke. Hier haben wir das nächste und hier steht, es ist ein Must-Have.
so schön eingepackt. Ne? Mit so einem spiralförmig. Das ist echt hübsch. Ja, natürlich. Von Garnier. Ombre Solaire. Sonnenschutzmilch mit Lichtschutzfaktor 30. Hohe Feuchtigkeit und zieht schnell ein. Und das ist mit Shea Butter und das finde ich perfekt. Sowas kann ich sehr gut gebrauchen und sowas brauche ich halt auch echt im Sommer. Ne? Wenn nicht 30, dann auf jeden Fall auch 50. Also von daher, Dankeschön. Hier haben wir das nächste. Das ist immer so geknickt, da muss ich das erst auseinandernehmen. Nicht schütteln vor der Benutzung. Okay. Wenn man das nicht schütteln soll vor der Benutzung, dann ist das bestimmt dieses Spray von Avène. Das kann sehr gut sein. Das hatte ich nämlich schon mal in der Box mit drin. Da stand auch drauf, nicht schütteln. Und da war ich auch sehr schockiert, weil, okay, dann nicht. Und nein, das ist das von La Roche-Posay, das Thermalwasser. Sehr cool. Also das ist das gleiche, was ich halt damals schon von Avène hatte. Und das ist einfach erfrischend. Sehr angenehm, pflegt die Haut, kann man immer gut gebrauchen. Vielen, vielen Dank. Gerade im Büro ist sowas so geil. Danke. Und ich sprühe es trotzdem mal auf. Komm. Oh, schöner Sprühnebel, Leute, ich sag euch das. Oh, das riecht einfach nach nichts. Es ist sehr angenehm einfach. Also dieses schöne, kühlende... Oh, danke. Dann habe ich hier das nächste. Das ist so ein kleines Bonbon. Und da hat sie mir hier etwas von Essence reingepackt. This Is Me Lipstick 02 Happy ist die Farbe. Von der This Is Me Collection habe ich auch gar nichts mehr geholt. Wow, der ist schön. Der ist richtig nudig, etwas dunkel. Der gefällt mir richtig gut, den mache ich jetzt drauf. Riecht auch leicht süßlich, wie halt Essence Lippenstifte riechen. Der sieht echt geil aus. Der gefällt mir. Eine schöne Farbe. 02 Happy, Leute. Macht mich das glücklich? Ja. Schön. Dann habe ich hier das nächste. Für deinen Hauttyp ist das sehr gut. Probierst du mal? Ja. Da habe ich hier von Avène das O-Thermal, das Thermalwasser. Aber das ist eine Maske. Ach, cool. Empfindliche zu Rötung neigende Haut. Die Maske großzügig nach Bedarf auf das Gesicht auftragen. Ach, guck mal. Das ist ja cool. Das werde ich mal testen. Also nicht jetzt, weil jetzt bin ich ja geschminkt, aber das ist halt eine Gesichtsmaske, ne? Das finde ich toll. Wie lange muss es draufbleiben? Weiß ich nicht. Hier ist das Tübchen schon mal. Das steht hier auch nicht drauf, wie lange das draufbleiben muss. Wahrscheinlich auch wieder so 20 Minuten oder so. Geil. Dankeschön. Das kann ich wirklich gebrauchen. Hier haben wir das nächste. Und da hat sie mir auch eine Botschaft geschrieben. Das Beste für deine Haut, besonders nach der Sonne. Okay. Ceramide und Hyaluron in einem Flakon. Okay. Das ist auch von CeraVe, die Feuchtigkeitscreme für trockene bis sehr trockene Haut, spendet Feuchtigkeit und unterstützt die Erneuerung der Hautschutzbarriere von Gesicht und Körper. Auch das mit drei essentiellen Ceramiden und Hyaluronsäure. Okay, also ist es quasi eine Face and Body Cream. Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Dankeschön. Das ist cool. Es hört hier gar nicht auf, Leute. Hier habe ich das nächste. Das sind doch bestimmt Reinigungstücher, oder? Von der Größe her und von der, wie es sich anfühlt. Ja. Das hier sind von Neutrogena die Hydro Boost Reinigungstücher. Die hatte ich tatsächlich letztens auch schon zum Geburtstag bekommen. Liegen hier auch immer zum Swatches entfernen und so weiter. Ja, super. Dann habe ich jetzt wieder frischen Nachschub. Danke dir. Weil die sind auch wirklich gut, ne? Aber ich habe ja gesagt, ich möchte keine Reinigungstücher mehr kaufen. Aber jetzt habe ich ja schon wieder ein bisschen was als Backup da. Dann haben wir hier das nächste Paket mit zwei Schleifchen. Von Bottega Verde. Effetto Lifting. Okay, das ist jetzt... Lifting Effect Eye Contour and Eyelid Treatment with Hyaluronic Acid Ceramides and Lotus Flower Extract for all skin types. Okay, das ist mit Ceramiden, Hyaluronsäure, Lotusblüte für alle Hauttypen und das ist ein eine Augenpflege ist das. Ob das meine Klinik schlägt, weiß ich ja nicht, ne? Genau, hier haben wir die. Okay. Die wird auf jeden Fall mal getestet. Aber erst möchte ich meine Klinik ausgehend benutzen, die ich da habe. Und danach wird die hier dann mal getestet. Interessant. Coole Sache. Werde ich testen. Auf jeden Fall ein gutes Sommerprodukt, weil im Sommer sollen die Augen strahlen. Danke.
Bottega Verde, habe ich noch nie was von gehört. Dann habe ich hier das nächste. Und das ist auch wieder mit einem Zettelchen versehen. Das soll immer dabei sein. Das ist doch garantiert eine gute Lippenpflege. Von Eucerin Lip Active mit Lichtschutzfaktor 15 ohne Duftstoffe pflegt und schützt spröde und rissige Lippen schnell. Für empfindliche Haut. Ja, vielen Dank. Das kannst du halt auch immer benutzen, ne? Lippenpflege geht immer. Dankeschön. Und Eucerin ist echt eine hammergute Marke. So, hier haben wir ein rundes Paket mit einer Botschaft. Bei dieser Firma habe ich gearbeitet. Es war vor 12 Jahren. Die sind sehr gut. Okay, vor 12 Jahren. Wow. Also kommst du auch berufstechnisch aus dem Kosmetikbereich? Das erklärt einiges. Die Frau hat nämlich richtig Ahnung. Ich sag euch das. Bottega Verde, das von der Augencreme. Oh Gott. Maschera Keratina e Kashmir. Also das ist wahrscheinlich mit Keratin und Kashmir in Keratin Mask. Intense Repair, Brittle or Breaking Hair, okay. Nur eine 2-Minuten-Maske, guck dir das an. Ja, schön. Das ist eine edle Verpackung, das mag ich auch gerne. Riechst du nicht so viel durch, ne? Aber es wird bestimmt total reichhaltig sein, wenn das mit Keratin und Kaschmir ist. Wow, Hammer. Danke dir. Eine Haarmaske ist bei mir immer sehr willkommen. Brauche ich auch. Denn ohne Haarmaske würden meine Haare wahrscheinlich total strohig aussehen und furchtbar. Also vielen, vielen Dank. Vor allem, wenn die dann auch noch richtig gut ist. In 2 Minuten, Leute. Hammer. Dann habe ich hier ein bisschen Tee drin. Da steht drauf, genießt du eine Tasse Tee. Was ist das denn für Tee? Muss ich mal aufbrühen und probieren. Das sieht aber schon sehr nach Pfefferminz aus. Ne? Schöne Kräuter drin. Oh, lecker. Dankeschön. Ich finde, auch im Sommer kann man gut Tee trinken, damit man halt so ein bisschen, ja, einfach mehr trinkt. Ne? Das kannst du ja auch kalt oft trinken. Und ja, vielen, vielen Dank. Und hier haben wir schon das letzte Päckchen drin. Auch wieder von Bottega Verde. Cioccolato Bagno Doccia. Bath & Shower Gel mit Kakaoextrakt. Guck dir das an. Bitte ja. Wobei Kakao für mich eher sowas für den Winter ist. Das heißt, das werde ich so lange bei mir aufbewahren. Ich liebe Kakao. Bei uns gibt es so oft Kakao, Leute. Das darf es keinem erzählen, ne? Aber man sagt ja immer, Milch wäre halt in dem Sinne kein Nahrungsmittel. Aber bei uns gibt es abends immer einen Kakao. Ich darf ja nicht so viel Milch trinken, deswegen muss ich mir das gut einteilen. Und dann über Tag halt vielleicht nicht so viel Milch in meinen Kaffee machen. Aber abends dann noch schönen Kakao. Oh, herrlich, Leute. Das gibt es fast jeden Abend. Boah, das riecht wirklich, als würdest du dir Kakao auf die Haut machen. Oh, da freue ich mich drauf. Danke. Nathalie, das ist lecker. Das könnte ich so einmal trinken. Dankeschön. Ja, liebe Nathalie, es hat mir wirklich viel, viel, viel Freude bereitet. Und ich finde es cool, dass du auf meine Anfrage reagiert hast. Denn als sie mal was bei mir gewonnen hatte, hatte ich auch ein Kärtchen mit reingelegt, wo ich ihr auch geschrieben habe, hey, hast du nicht vielleicht mal Lust auf ein Tauschpaket? Melde dich gerne bei mir. Und ja, da hat sie sich dann letztens gemeldet und so kam das Ganze hier zustande. Ja, es hat mich wirklich glücklich gemacht. Du hast mir viele neue Produkte gezeigt, die ich alle echt noch nicht kenne. Und ja, es hat mir Spaß gemacht und der Lippenstift gefällt mir übrigens irre gut, ne? Die Farbe ist echt geil. Ja, ihr Lieben, also schaut auf jeden Fall bei der lieben Nathalie vorbei. In der Infobox ist das Video verlinkt, ne? Also auf jeden Fall vorbeischauen. Lasst ihr ganz viel Liebe da. Sie ist eine ganz wundervolle Person. Sie ist wunderschön und einfach total charmant. Also sie ist so edel in ihrer Art und Weise. Das ist krass. Das haut mich um. So. Genug geschleimt. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!